Lederhose, auf dem T-Shirt prangt der Adler und ein heimatverbundener Spruch. Die Vaterlandsliebe scheint bei den Jugendlichen in zu sein, behaupten Lehrer, Sozialpädagogen und Jugendtreffleiter. Diese haben sich heute an der Universität Bozen getroffen und über das Phänomen Patriotismus diskutiert. Dabei ging es um konstruktive Heimatverbundenheit, aber auch um den Patriotismus, der ausgrenzt und fremdenfeindlich ist. Für mich ist ein Patriot jemand, der seine Heimat gern hat, der verbunden ist mit seiner Heimat. Ich bin froh, dass ich da auf dem Stück Land geboren bin und bin stolz drauf. Aber das hat mit mir nichts damit zu tun, dass andere nicht auch auf dem Stück Land leben dürfen. Wer ist Patriot? Wie wird heute die Liebe zum Land in Südtirol gelebt? Diese Fragen haben heute Studenten und Pädagogen diskutiert. Denn sie alle treffen in ihrer Arbeit auf Jugendliche, für die Heimat ein Thema ist. Mit dem Begriff Patriotismus verbinden sie alles Mögliche. Da finden wir alle Nuancen drinnen. Von den Jugendlichen, die sagen, mit Patriotismus will ich nichts zu tun haben, das ist rechts. Und andere Jugendlichen, die sagen, Patriotismus heißt für mich Heimatliebe und da kann ich mich schon identifizieren. Beim Begriff Heimatverbundenheit, da finden sich dann die meisten wieder. Die Verbundenheit mit Brauchtum und Tradition brauchen viele Südtiroler Jugendliche, um sich sicher zu fühlen. Die globalisierte Welt kann Angst machen. Der Tiroler Adler breitet schützend seine Flügel aus. Diese Erfahrung hat der Jugendarbeiter gemacht. Ganz viele Jugendliche haben überhaupt keine Perspektive mehr. Sie sind komplett überfordert. Sie wissen nicht mehr, in was für eine Richtung sie gehen sollen. Und diese Orientierungslosigkeit führt dann natürlich auch zu Identitätssuche und das wird dann aber leider oft dann auch in eine Richtung, die dann nicht mehr gesund ist. Gleichsein macht stark. Das andere wird ausgegrenzt. Unter den Jungen gilt dies als cool, erzählen die Lehrer. Was mir immer wieder begegnet, ist eine sehr unreflektierte, oft auch zynische Ausdrucksweise, reflexartige Ausdrucksweise, wenn bestimmte Themen angesprochen werden, wie jetzt in diesem aktuellen Zusammenhang Migration, Flüchtlinge und so weiter, Asylanten, dass hier eine Bosheit zum Ausdruck kommt, die dann nicht da ist, wenn man sie hinterfragt. Meine Frage in diesem Zusammenhang ist, wo kommt dieser reflexhafte Zynismus her? Je mehr Kontakte die Jugendlichen mit der anderen Sprachgruppe oder mit Ausländern haben, desto weniger neigen sie dazu, sich abgrenzen zu wollen. Angst mache das Unbekannte, meint die Sozialpädagogin an einer Mittelschule. Oft greifen die Jugendlichen auch unüberlegt zur chauvinistischen Keule. Ich finde es halt ganz wichtig, dass man einfach die Meinung auch zulässt und dass man gemeinsam darüber spricht, aber dass man dann schon auch merkt, bei wem steckt wirklich was dahinter und bei wem ist es vielleicht mehr so irgendwie eine Orientierungshilfe. Der große Bruder macht es und ich will ein bisschen wie mein großer Bruder sein. Für den wahren Patrioten ist Heimatliebe keine Form der Angstbewältigung. Ich eigentlich finde, Patriotismus kann etwas sehr Schönes sein. Immer mit dem Blick auf auch andere wertzuschätzen, die nicht in der eigenen Heimat zu Hause sind. Bundesland.